So und willkommen YouTube zu Enshrouded, einen Survival-Voxel-basierten RPG-Aufbau-Story, ja, Spiel, Mischmasch und so weiter. Ich hab's einmal in der Demo gespielt, danach nicht mehr. Ich lass mich überraschen. Die Musik ist jetzt gerade noch ein bisschen laut. Wir werden die ganzen Einstellungen noch mal ein bisschen feintunen müssen, denke ich, dass das alles auch passt am Ende. Und es gibt anscheinend eine Charaktererstellung. Und am Anfang will man natürlich auch die Musik genießen. Die ist gar nicht mal so schlecht. Okay, hier können wir uns erstmal ein paar Presets auswählen, nicht wahr? Mr. Miyagi, hallöchen. Ja, der passt doch schon ganz gut. Oh, Zopf wäre gar nicht so verkehrt. Warum gibt es so viele Zöpfe? Ah, weil hier mit rasierten Seitenhaaren. Ah, nee. Oh, ja. So vielleicht. Hm? Halte ich mal im Hinterkopf fest. Die finde ich mal nicht schön, solche Frisuren, weil man in echt halt auch nicht so eine Flatschen auf dem Kopf hat. Die mag ich in meinen Spielen nicht so, wenn das so ist. Das wäre auch krass, ein bisschen Richtung Stargate Atlantis, Mr., wie heißt er noch? Aquaman, Momoa, Jason Momoa, nicht? Wow. Okay, wir haben Primel auf dem Kopf. Und das sieht ein bisschen nach einer alten Rockband aus oder sowas. Hier oben ist Vollglatze. Vollglatze eigentlich gar nicht schlecht, ne? Und ich muss auch gleich mal gucken, ob ich hier in der richtigen Ecke sitze. Das werden wir alles noch herausfinden. Ja, auch komisch, nicht? Ich meine, das hat schon was vom Pirat, wirklich. Aber sind wir ein Pirat? Lieber ein bisschen abrasiert? Aber das friemelt so, das gefällt mir nicht. Ich habe lieber denn das. Ja. Okay, was haben wir hier? Haarfarbe. Ja, da nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen was Dunkleres, oder? Braun? Braun ist gut, oder? Beim Bart. Aha, aha. Oh, Monsieur. Gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Das lassen wir. Die zweite lassen wir. Die passt am besten. Charakter. Ja, wie werden wir den wohl nennen? Warum heiße ich wohl so? Damit ich in Spielen immer einen super Namen habe. Seht ihr, gerade noch so hinter mir. Perfekt. Ja, mehr können wir gar nicht einstellen, oder? Wir können hier die Form auswählen, wir können die Haare ein bisschen machen. Und das war's dann erstmal. Okay, damit haben wir ihn erstellt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann würde ich sagen, rein ins Spiel. Privathost, start ein privates Spiel, öffentliches Spiel, Online-Spiel. Gibt anscheinend alles von Start weg. Ist noch Early Access, dafür ist echt viel drin. Wir machen ein neues Spiel, kann ich hier benennen. Meine Welt 1, können wir jetzt die bearbeiten. Dann nennen wir die LP 2024. Und spielen. Long ago,
A wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The shroud, a miasma, which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Okay. Wir erwachen. Ein Miasma hat sich über die Welt verbreitet. Interessant. Okay. Wo? Ich guck gerade mal nebenbei. Ich glaube nur so ruckartige Bewegungen sind ein bisschen nö. Ist eigentlich flüssig, nicht wahr? Also sieht zumindest für mich nicht so ruckelig aus wie Mashinki. Ich habe auch gesehen im Nachhinein, Mashinki war gar nicht so ruckelig. Zumindest nicht in dem YouTube-Stream. Es kann aber sein, dass das auch ein Twitch-Problem ist. Ich hoffe, da kommen bald die AV1-Codex. Okay, also wir sind hier erwacht. In irgendeiner Halle. Und ich finde ein bisschen den Ton zu laut, nicht? Wir gehen einfach mal runter. Dann gehen wir jetzt bei Musik. Dass die nur so im Hintergrund ist. Nutzeroberflächen auch. Stimme ist okay. Ich glaube. So, besser. Immer noch sehr starkes so Hintergrundrauschen, nicht? Ich werde das mal lassen für das Feeling. Neue Karte. Neuer Ort kartiert. Okay. Aha. Auf jeden Fall erstmal alles interessant aus. Mit Flamme kommunizieren. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Okay. Das Glutal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Okay, einen Flammenaltar haben wir freigeschaltet. Aha. Und ein neuer Ort wurde kartiert. Dann gucken wir doch mal auf diese wunderschöne Karte. Und wir werden echt schon geblendet von dem Licht, nicht? Wir müssen dahin als Wegpunkt setzen. Boah, die Augen müssen sich von der Dunkelheit erst an alles gewöhnen. Hier draußen ist auch wesentlich ruhiger. Oh ja. Dieses drückende Rauschen ist weg. Schönes, ruhiges Bild. Sondern nicht so verschwimmt am Rand. Gute Kantenglättung soweit erstmal.
Habe ich schon schlechter gesehen. Ich hoffe, mit der Foliage, die hier ist, haben wir nicht so die Probleme, dass der Stream und die Aufnahmen aufpixeln. Das ist immer ein großes Problem. Und noch hält es sich in Grenzen. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen. Warum I? Und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Okay, I oder M? Interessant. Doppelt belegte Taste. Ja, okay. Hier haben wir Quests, Flamme, Überlebende, Werkstätte, Handwerk. Hier werden alle entdeckten Rezepte für diese Handwerkstation gespeichert. Du kannst dieses Symbol auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Hier findest du die Anforderungen und Zutaten für jedes Rezept. Du kannst Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten für ihre Herstellung gesammelt hast. Ah, ich kann mich erinnern, ich habe Steine gesammelt und dann war ich voll mit Steinen. Ich darf diesmal nicht zu früh zu viel sammeln. Genau, Flammalter. Dann wollen wir den nochmal anpinnen. Wir brauchen nämlich 5 Steine und nur 5 Steine. Das ist unser Rucksack. Das ist unser Charakter. Wir haben noch keine Waffen. Wir haben nur eine Hose an. Die lasse ich aber auch mal lieber an. Wer weiß, was sonst passiert. Und stimmt, das gab ja hier diese tausenden Fähigkeiten im Baum. Ah, und wir wollten in Richtung Waldläufer damals gehen. Aber hatten uns dann auch so ein bisschen hier Richtung Gauner entschieden, wegen Willenskraft oder sowas. Oder irgendwo wegen Tragen, nicht? Stärke wird erhöht. Ausdauer. Ausgeruht. Hinterhalt, Schleichangriff, Holzfäller. Da wollen wir hin. Bergarbeiter. Das klingt doch nach was, was wir brauchen. Kondition. Ja, irgendwo hier in die Richtung werde ich mich begeben, nicht? Also ein bisschen Richtung Magier, vielleicht Richtung Heiler noch hoch. Dass wir so Heiler Bestienmeister werden. Hm. Ich bin gespannt, ob das überhaupt möglich ist und was alles geht. Hat ein bisschen was von Gothic 2, nicht? Wo man auch oben startet, an diesem, unter den Turm, und da muss man da hinlaufen. Und dann lernt man diesen dubiosen Zauberer kennen. Hallo? Lesen Sie das noch? Entschuldigen Sie? Lesen Sie? Okay. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Bauer. Schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern, aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht das zu jedem, der aus der Flamme geboren wurde. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Aha. Okay. So, und was ist jetzt hier noch mit? Du gibst mir nur den Tipp hier, nicht? Alles klar. Ich glaube, wenn wird's unten im Dorf... Oh. Plupp. Interessant. Und ich weiß, jetzt musste ich gleich schnell und viel rennen, um da durchzukommen. Ich glaube, wenn man hier runter geht, stirbt man nämlich. Das hatten wir getestet in der Demo. Wir sind auch Wölfe und wir kommen aber gleich da unten auch wieder raus. Ich glaube, in der Höhle gab es auch irgendwas. Oder hier gab es was. Zack, einfach mal aufgeschlagen. Bandagen und eine Fackel. Noch mehr Bandagen. Sehr gut. Und die Fackeln, die reichen immer nur für eine gewisse Zeit, nicht? Dann gehen wir mal in diese wunderschöne Höhle rein. Buh. Ist noch ein bisschen zu schnell eingestellt von den Bewegungen, nicht? Ist mir ein bisschen zu ruckartig.
Ich habe ja gesagt, das ist sehr schnell. Okay. Er schwingt sich automatisch darunter, das ist schon mal nett. Ja, okay, gefällt mir. Ist nicht so wie bei GTA, wo man über die Leiter runterfallen kann. War schon mal gut. Und wir gehen automatisch auch ran. Erstmal hier gucken. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir deinen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln könnten geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Okay. Interessant. Okay, er wirft direkt. Man zielt nicht erst, er wirft einfach. Ah, und weil das voxelbasiert ist, ist das wirklich dynamische Zerstörung. Wow. Okay. Ja, ich habe ja gehört, man kann sich wirklich eigene alles nehmen. Ein Beil. Wirklich eigene Sachen bauen unterirdisch auch damit. Ich bin mal gespannt. Neue Geschichte. Adel und Geschichte. Sauflied. Ah, ein Sauflied. Ode an Ehrenlands. Jetzt habe ich meinen Becher nicht hier. Das wäre was fürs Wochenende. Komm zusammen, wir trinken. Eine Ode der Königin, eins von den Jungen. Drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll. Und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesungen. Met, oh ja, Met habe ich hier. Das wäre perfekt. Met in meinem Becher oder füllt ihn mit rum. Lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also sei es geteilt. Trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber Met in meinem Kopf und auf der Flucht, als mein Kopf auf dem Spieß bei jeder Sucht. Okay. Holt rum und Met und in den Becher rein. Der Becher auf den Kopf, lasst das Trinken nicht sein. Okay, die frönt auf jeden Fall exzessiven Genüssen. Man sieht, wo ihr da landet. In einer nasskalten, zugemauerten Ecke. Aber das ist cool. Jetzt haben wir noch drei Wurfgranaten. Das gefällt mir. Und wir haben sogar ein Beil. Das habe ich. Entweder gab es das damals nicht oder wir haben es übersehen. Genau wie ich das damals wahrscheinlich auch übersehen hatte. Ups. Noch eine Fackel. Verdächtig. Verdächtig. Und jetzt geht's weiter in die dunkle, dunkle Höhle. Und da kommt das Miasma. Was haben wir hier? Vogel. Ah. Ist da was hinter? Ein Schild. Das klingt doch noch was. Holzscheite. Ach, das habe ich gelernt, weil ich Holz gesammelt habe. Miasma. Okay, wir sind im Miasma und haben nur 5 Minuten Zeit, um da rauszukommen. Ich sollte vielleicht das Beil dafür nehmen, aber ich will das Beil eigentlich so lange wie möglich vorhalten. Drücke Tabulator, um deinen Gegner im Visier zu nehmen. Okay. Achso, der gibt mir den Tipp hier. Okay. Ein paar Tuchsachen nehmen wir auch mit. Hier wollen wir auch nicht so lange drin verweilen, oder? Ich
könnte jetzt natürlich... Ah, die sind Level 1. Oh. Und wir haben Miasma-Sporen bekommen. Von da kamen wir, nicht? Okay. Kann man jetzt sicher hier noch irgendwo hoch... was holen? Ah, er hält sich nicht fest. Aber ich will auch raus aus diesem Miasma. Es atmet sich so schwer hier. Hier kann ich doch sicher das Beil nehmen. Alles klar. Okay, aber es verbraucht sich relativ schnell. Deswegen umso vorsichtiger damit umgehen. Werkbank haben wir gelernt. Fällst du, erwachst du an einem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Bist du ein Leuchtfeuer? Und seid ihr Leuchtfeuer? Wer ist Leuchtfeuer? Okay, ich werde mal... Oh. Kurz nebenbei nochmal gucken. Jetzt mit der Foliage, mit dem Rasen. Was geht eigentlich, oder? Ich hätte schlimmer erwartet, muss ich gestehen. Wow. Ich habe auch keine Frame-Verwerfung bis jetzt. Das passt eigentlich alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir, muss ich. Hätte ich ganz anders gedacht. Okay, wir haben erst einen Stein. Oh, und da ist was zu essen. Und alles ist zum Sammeln hier. Garn. Oh ja, Honig. Honig kann doch nicht schlecht sein. Oh, ein Spiel, in dem man viel sammeln kann. Wie schön. Ich muss sagen, gegenüber der Demo hat sie schon echt viel getan. Also ich weiß, bis hierhin hat die schon so viele... Punkte, die mir damals nicht gefallen haben, die ich jetzt alle schon nicht mehr in der Menge wieder entdecken konnte. Also, zumindest den Start haben sie deutlich ausgebessert. Ja, was willst du? Hä? Was willst du? Ja, kommt's gar nicht hoch. Okay, an der KI müssen sie noch arbeiten, nicht? Das Übliche. Welches Level hast du denn? Hinterhalt. So gehört sich das. Leckeres, rohes Wolfsfleisch. Ach, krass. Wow. Auch da, wo man läuft, nicht? Interessant. Ist ein bisschen zu weit vorne, dass das Gras zu groß wird. Muss ein Stück weiter nach hinten, nicht? Der Effekt vom Gras. Also der geht da jetzt immer am Kopf los, auf der Höhe. Dann wäre er perfekt. Schön. Sowas hat bei Starfield halt einfach gefehlt, nicht? Einfach so ein bisschen Liebe. Und das ist doch nicht Magie, hier sowas zu machen. Das ist entweder ein billiger Shader... Jetzt einfach, ja, oder Tessellation Shader, irgendwie sowas, nicht? Aua, jetzt hat er mich überrascht. Wo kommst du denn her? Aber hey, ich nehme dein Wolfsfleisch gerne mit. Ich war hier schön am Looten und oh, da hinten die Sonne. Wow, blendet uns wieder. Ernte und das Bären und deine Gesundheit wieder voll aufzufüllen. Das bereitet dich auf die kommenden Gefahren vor. Da ist wieder Miasma, nicht wahr? Das sind diese Miasma-Glocken. Ah, da sollen wir hin. Ich muss noch einen Stein sammeln. So. Ich glaube, damit haben wir aber alles, was wir für einen Anfang brauchen. Nicht zu viel sammeln.
Beanspruche einen Platz für deine Basis. Okay. Gucken wir doch mal ins Tagebuch. Quest. Der Flammenaltar markiert den Platz für deine Basis. In deiner Basis kannst du später Dinge herstellen und Unterkünfte bauen. Stelle den Flammenaltar her und platziere ihn, um deine Basis zu errichten. Du musst deinen Altar nicht auf der dafür vorgeschlagenen Ebene richten und kannst deine Basis überall dort bauen, wo kein Miasma ist. Okay. Aber irgendwie war das doch da, wo flach ist, ist es besser. Deswegen ist hier die bessere Stelle. Ich bin, glaube ich, hier ein bisschen Richtung Kante gegangen. Und um dann nur zu merken, dass da gar nicht genug Platz war. Okay, dann Handwerk. Wir wollen herstellen den Flammenaltar. Und wir kriegen den Erfolg. Flammenaltar hergestellt. Sehr schön. Rucksack. Flammenaltar. Oh, und dann können wir in den Baumodus. Und dann, zoomt raus. Schön, schön, schön. Einfach hier setzen, mit der Flamme kommunizieren. Dann kommunizieren wir mal mit ihr. Du bist nicht alleine. Wartet. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in den Krypten der Bauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deine Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem miasmaverhüllten Tal. Okay. Altar aufwerten. Stärke der Flamme. Och, da brauchen wir viele Sachen. Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Flamme tilgen. Okay, das wollen wir alles nicht machen. Können wir mal gucken, was denn da hinten so. Was haben wir hier? Glühwürmchenlampe. Ja. Okay, Steine haben wir wieder. Ich dachte gerade, da im Nebel was gesehen zu haben. Ah, eine Ziege. Ich rüste mal lieber das Beil aus. Wow, da hinten ist auf jeden Fall alles so rot an diesen... Oh, eine großartige Welt zu erkunden. Das wird wunderbar. Und es spielt sich wirklich gerade flüssig. Dann... Gibt es ein Quick-Baumenü? Was ist Bauen? V... Okay, Bauhammer. Den müssen wir herstellen. Und dann können wir, glaube ich, auch erst die Werkbank herstellen. Da brauchen wir Garn für. So, und hier kann man dann... Ah, das war das mit dem Baumodus. Stimmt, der ist relativ individuell. Wähle die Form aus, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Stimmt. Man konnte hier komplett individuell das machen. Ich würde aber eigentlich erstmal eine Bodenplatte. Das hier sind so einzelne Dinger gewesen. Kannte ich links und rechts? QE? Nee. C? Nee. T? Nee. Finde mal eine steile Blöcke an der Werkbank her. Wie komme ich? Ah, okay. Verstehe. Reihe und dann die Zahl drücken. Dann kann ich hier zum Beispiel das bauen. Wir haben aber nicht genug Materialien. Okay. Ansonsten. Material Stein. Dächer. Terrain. Wie konnte ich denn hier das Material ändern? Vorwärts verschieben. Q.
Steuerung. F1 Tutorial. Ja. Ja, wie will ich denn das Material? Steuerung plus. Ich glaube, ich kann das Material nicht ändern, oder? So, jetzt wäre Einrasten aus. Okay, das kann man also auch wunderbar umstellen. Sehr schön. Okay, aber ich glaube, wir haben einfach auch noch generell zu wenig Sachen. Wir können ja mal ein bisschen sammeln. Okay, doch. Okay, ist vielleicht die falsche Sache. Ey. Was? Hast du jetzt gerade eine Bandage genommen? Nein, ich wollte 3 drücken. Okay. Baum getötet. Holzscheite und Äste. Wir brauchten aber gar nicht. Gucken wir mal, ob wir Garn finden. Pflanzenfasern auf jeden Fall schon mal. Noch ein Stein. Nicht zu viele Steine, sonst ist das Inventar voll. Ah, super. Ich wollte nicht den Stein aufheben. Nee, du kannst alleine mit dir kämpfen. Ja, Ziege, mecker nicht. Okay. Er hat kein Interesse weiter an uns. Das ist auch sehr gut. Was haben wir denn noch? Garn fehlt. Können wir denn Garn irgendwie... Können wir Bandagen... Da, Garn. Können wir herstellen. Okay. Können wir nämlich auch eine Werkbank herstellen. Wunderbar. Ah, so ein bisschen friemelig mit zu oft hin und her schalten, um irgendwas zu machen. Ansonsten passt das schon ganz gut. Kriege ich das... Okay, da darf ich erstmal nicht bauen. Dann stellen wir die einfach hier hin. Hallo, nimm dir! Willkommen, willkommen! Okay, herstellen. Bauhammer haben wir schon. Stimmt, jetzt kann ich die Sachen herstellen. Ich würde sagen, bauen wir aus Stein? Vielleicht das Fundament bauen wir aus Stein, aber den Rest aus Holz. Dein Stream wird mir ohne Kategorie angezeigt. Dann musst du nochmal neu laden. Das müsste eigentlich passen. Also. Ansonsten gibt es Enshrouded einfach nicht in Dings. Also. Was eigentlich ist das drin? Ich sehe auch überall das Bild bei mir. Vielleicht ein Problem. Gibt gerade 2 Lager. Palworld Enshrouded. Ja, deswegen habe ich auch Enshrouded geholt, um gegen Palworld vorzugehen. So, Steinblöcke müssen wir erstmal herstellen. Ich würde sagen 2-mal, nicht? Und dann... Wir haben so viel Holz, können wir schon mal 3-mal Holz herstellen. Wir könnten auch noch einen Stauraum herstellen. Das klingt gar nicht so unverlockend. Deswegen stellen wir das auch erstmal her. Okay, und jetzt können wir mit dem Bauhammer... Und dann kann ich, glaube ich, auch sagen, beim Bauen... Warte, wie ging das? Bauen mit... Tabulator. Na... Dann kann ich nämlich auch auswählen das Material. Ah, haha. So nämlich. Alles klar. Aber wie konnte ich jetzt die Form auswählen? Da muss ich hinkommen. So, wie viel habe ich verpasst? Nicht viel. Wir sind von da oben hier runtergelaufen. Wenn du so möchtest. So ein paar Tutorial-Sachen. Alt. Ah ja, okay.
Das war eigentlich das Einzige, was bisher passiert ist. Da wollte ich die 7 bauen und die 7 aus Stein. Wir haben bis jetzt nur diesen Altar gesetzt. Was stört ihn daran? Wir haben schon das ganze... Der Stein ist alle schon da drin. Ach du Scheiße. Okay. Ich muss sagen, es spielt sich wesentlich besser als die Demo damals. Also so viel kann ich schon mal festhalten. Sehr, sehr flüssig. Bedienung bisschen gewöhnungsbedürftig. Sehr viel, dass man noch hin und her schalten muss zwischen den Sachen. Aber grundsätzlich nicht verkehrt. Sehr saubere Grafik. Es friemelt nichts, es blinkt nichts blöd umher mehr. Töne passen. Also, ich kann mich nicht beschweren. Bis jetzt. Aber wir sind wie 20 Minuten im Spiel. Ich habe es heute bei Hirnsturz wieder geguckt. Und das hat mich dann überzeugt, es mir zu holen. Okay, der Typi wartet da noch. Wir brauchen aber noch ein paar Steine. Gregor, ich wurde schon wieder getötet. Habe 3 Typen abgeknallt und dann war plötzlich die Polizei hinter mir. Die dumme Limo hat überhaupt keinen Drive. Voll schwerfällig. Die haben mich gekriegt. Mit dem flotten Sportflitzer bin ich allen davon gefahren. Tja. So ist das Leben. Nicht immer kann alles funktionieren. Find's auch echt hübsch anzuschauen. Ja, ich hoffe, es pixelt nicht zu sehr auf, wenn ich nicht hingucke. Ich habe jetzt eine Weile nebenbei zugeguckt. Ich fand, von der Grafikqualität hat's auch im Stream auf jeden Fall gewonnen. Cleanheit, Sauberheit, wie man das auch immer nennen möchte. Also gefällt mir eigentlich gut. So. Dann stellen wir gleich ein bisschen mehr davon her. Tabulator. Okay, ich würde sagen, in die Richtung. Passt den Boden auch ein bisschen besser an. Ich weiß noch, in der Demo hatte man echt so Probleme, dass hier über Glas durch war. Ist schon wieder alles Stein? Ich habe doch noch 32. Wie viel kostet das denn? 32, dachte ich. Oha. Der erste Sonnenaufgang. Wir haben die erste Nacht überlebt. Die kleinen Viecher hier. Ah, hier sind Steine. Sehr gut. Ich kann die Musik doch wieder ein bisschen lauter machen, nicht? Bisschen noch. Die bringt echt Atmosphäre rein. Ich habe gesagt, erinnert mich so ein bisschen an Gothic, wenn man den ersten Turm sieht und so runterläuft den Weg. Man ist nackig in der Welt reingeschmissen und weiß gar nicht, was Sache ist. Da unten ist sogar ein Dorf, sehe ich gerade im Nebel. Aha. Ach man, das könnte mir auch Spaß machen. Eventuell muss ich irgendwann ausmachen. Den Stream, weil du selber spielen willst? Nein, nein, du guckst hier brav zu. Also, ich bin gespannt. Also, gerade weil es Quests gibt und alles drumherum. Gut, es gibt keine klobigen Limousinen und man wird nicht abgeknallt. So, noch ein bisschen Garnherstellung. Ich frage mich, wo hoch der Entdeckungsfaktor ist. Naja, es gibt wohl verschiedenste Biome. Und man darf nicht vergessen, es ist Early Access, nicht? Also, selbst wenn jetzt noch nicht alles drin ist, kommt das nach und nach rein. Ich denke mal so ein bisschen Richtung Valheim.
Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viel von dem, was eigentlich rein sollte, drin ist. Ich weiß auch nicht, wie groß es sein soll. Ich habe mich mal für überraschen lassen. Okay. Tabulator. Oh nein. Okay. Verklicken ist auch nicht schlimm. Schaut schon echt clean aus. Ach shit, ist wieder EA. Ja, also nicht EA, sondern Early Access, genau. Aber dafür muss man sagen, es ist wieder ein bis jetzt positives Early Access. So, und einen noch in die Richtung erweitern, oder? Reicht es? Komm. Jawohl. Wir können mal gucken. Ich dachte mir, ich mache so unten so eine halbe Wand. Gibt es auch längere halbe Wände? Nee, oder? Ist denn die hier? Aber die ist hoch. Wie kann ich drehen? Wie kann ich drehen? R. Ah. Ganz normal. Ich meine, was auch richtig geil ist, ist es voxelbasiert. Wir haben schon unsere erste Wand gesprengt. Oh. Also Baumodus ist super. Und dadurch sieht das hier auch alles immer stimmig aus. Du kannst auch hier komplett runtergraben und die Welt aushöhlen, nicht? Und dir einen unterirdischen Eingang zu irgendwas machen, eine Höhle aushebeln, etc. Also, okay, Steine fehlen wieder. So Richtung Seven Days to Die halt, was dann... Renn, renn, ich komme. Flammenalter, ach ja, den habe ich noch angepinnt. Muss ich mal entpinnen. Und? Warte, wo war's? Du hast halt hier super viele Fähigkeiten, nicht? Also kannst zum Beispiel sagen, du gehst Richtung Bestienmeister, Waldläufer oder Gauner, Erzauberer, Heiler, Kampfmagier, Tank, Krieger, Barbar, Athlet, Überlebender, zusätzlichen Nahrungsslot. Denn hier drin Schleichangriffe, gnadenlose Angriffe, Holzfäller, Steinmetze und all solche Sachen. Also, ich gehe so gerade ein bisschen, will ich Richtung Bestienmeister, Heiler, habe ich gesagt. Das ist so das, was ich so ein bisschen anstrebe, nicht? Was haben wir da? Keine Ahnung. Weiß nicht, wie gut das klappt oder ob das klappt. Das werde ich ja dann merken. Und man kann seine Fähigkeiten am Flammenaltar auch immer wieder zurücksetzen. Oh. Schieß die Bienenstöcke von den Bäumen herab, um Honig und Wachs zu sammeln. Sei vorsichtig, die Bienenstöcke normalerweise durch ihren Schwarm geschützt. Ah, hier ist nichts geschützt. Honig für uns. Hier ist doch wieder das Vieh nachts, was rauskommt, nicht? Ah, ja, ja. Hier ist Miasma. Ja, ja, da bist du. Komm doch raus. Komm aus dem Miasma. Komm ins Zelle. Komm ins Licht. Verbrenne. Oder darf der... Du darfst da raus? Warte. Wie war das? Gegner anvisieren war mit Tab. Steuerung war ausweichen. Okay.
Weg mit dir. Und dann haben wir noch ein Lederstofffetzen und Miasmasporen. Also Kampfsystem ist erstmal grundsätzlich bedienbar. Sehr gut bedienbar. Habe ich schon tausendfach schlimmer erlebt. Okay. Und man könnte auch ja Server aufsetzen und so eine Geschichte, nicht? Also Multiplayer ist schon mit an Bord. Ich weiß nicht, wie gut der funktioniert. Hier müsste, glaube ich, irgendwo einer hin. Vielleicht einer hier. Es sieht komisch aus, dass es dann nicht mittig ist. Okay, man braucht ja nicht. Man kann auch ohne Raster bauen, nicht? Da hat man nur das Problem, dass man vielleicht Sachen nicht so setzen kann. Naja, erster Tag heute, also vermutlich gar nicht. Nee, du musst selber einen Server aufsetzen, wenn du online spielen willst. Von daher, die bieten, glaube ich, keine Server direkt an. Ja. Sagen hier. Und dann bauen wir hier erstmal zwei Eingänge. Schöne Holzwand. Was brauchen wir noch? Die Fenster brauchen wir noch, nicht? Das wäre die 3. Ah, das ist doch perfekt. Und dazwischen wieder mit Steinen. Ja. Das passt. Und richtige Wände. So. Aber man muss schon sagen, da kommt ein gewisser Flow auf, um hier zu bauen. Wir haben schon eine beachtliche Hütte. Wer weiß, anscheinend wird die ja nicht reichen. Wenn man so schnell so groß baut, Weiß auch gar nicht, ob das hier Sinn macht und ob man überhaupt erstmal weiterlaufen sollte. Aber so zum Lernen ist das schon echt gut. Ein Dach über den Kopf wäre jetzt nicht verkehrt als nächstes. Dach wäre das. Bräuchten wir also Holz, nicht? Dann machen wir uns doch mal auf die Suche nach neuen Holz. Kann ich die kleinen Bäume so weghauen? Warte mal, kann man die nicht fixieren? Nee, nicht. Okay, das ist das Einzige, was so ein bisschen komisch ist. Jetzt stehe ich anscheinend gut. Jetzt verliert er sein Holz. Jawohl. Weg mit dir. Wer braucht schon Bäume? Geht das auch mit Stein? Anscheinend. Ja. Ich sag mal so, für Early Access ist das ausreichend. Aber da wäre irgendwie cooler, wenn man ordentlich... Oh nein! Tierfell! Oh Mensch. An Altersschwäche gestorben. Oder vor Schreck. Noch mehr Miasma.
Wenn halt das Beil nicht so in Anspruch nehmen am Anfang. Und grundsätzlich kann man alles auseinandernehmen, nicht? Es hat alles voxelbasiert. Wenn einem was nicht passt, dann haut man es einfach weg, so wie es Menschen halt machen. Na komm, hau weg! Hau weg! Hau weg! Hau weg! Ich würde da gerne sehen, wie viel Leben das Ding noch hat. Kritischer Schaden, jawoll! Der Mauerschläger von Enshrouded. Okay. Ja, das wird nix. Wer weiß, wie viel Schläge man da braucht. Gibt's hier noch einen kleinen Baum, den wir einfach weghauen können? Hier vielleicht. Ich meine, ich könnte auch einfach mal mit der Mission weitermachen, nicht? Ja, nur das Bäume fixieren, dass das nicht möglich ist, auch mit der Axt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Man rutscht halt immer so ein Stück. Weiß nicht, ob es da irgendeinen Trick gibt. So. Jetzt haben wir da bekommen irgendwelche komischen Sachen, aber wenig Holz. Ich hoffe, das reicht fürs Dach. Hoffen wir, das reicht fürs Dach. Müsste locker reichen. Okay. Bauhammer. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir das so bauen, ob wir so einen Überhang bauen wollen. Oh, ich muss Dachblöcke herstellen. Shit. Okay, ich habe das Falsche hergestellt. Ah, ich muss Ziegel herstellen. Ah, Kacke. Dachblöcke aus Pflanzenfasern. Kann ich nur. Er macht Sinn. Na. Okay. Okay. Man kann auch inverted Dächer bauen. Alles klar. Interessant. Oh. Welches Dach nehmen wir denn? Ach so, das ist das Ding. Ich habe durchgescrollt. Ah. Ich denke mal nämlich... Ja. Das könnte wahrscheinlich... klappen oder wir kriegen ein Problem. Bin mal gespannt. Brauchen vermutlich aber mehr Pflanzenfaser. Ja, jetzt schon alle Pflanzenfaser. Uff. Okay, also Grind, wenn man ein bisschen was Größeres haben will, ist schon ordentlich. Inventar scheint aber groß genug zu sein bisher. Ich glaube, es gibt keine Gewichtsbegrenzung, sondern nur Größenbegrenzung.
Oh, das Limit ist sehr, sehr großzügig. Also, alles schick. Oh, hier ist auch noch was. Aha, aha. Komm noch. Ich habe schon deine Kumpels erlegt. Wo bist du? Ah ja. Erst groß rumheulen. Da. Ich erlöse dich. Stufenaufstieg. Und einen Knochen haben wir bekommen. Fähigkeitspunkt. Lila Beere. Wachsen die sofort nach? Oh. Ich glaube, jetzt sieht es aber gut aus mit Pflanzenfasern. Pflanzenfasern herstellen, 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 nicht wahr? Oh, aber dass die Musik ausgeht, wenn man raustappt, finde ich ungünstig auf jeden Fall. Das könnte noch ein bisschen besser sein. Ja. Kann man das einstellen? Weil wenn ich kurz mal rausklicke, um irgendwie was zu verschieben. Da. Ah, das Spiel ist so gut. Ja, dann kann ich nämlich auch mal raustappen. Vielleicht um eine Chat-Nachricht zu beantworten. Oder. Reicht schon wieder nur noch für zwei. Okay, man kann aber aus Versehen echt viel und schnell kaputt machen, wenn man in dem Baumodus ist. Das war jetzt ungewollt. Hä? Steuerung. Warum kann ich nicht... Hä? Kann ich wechseln? Warum? Habe ich nicht mehr genug Holz? Eigentlich nicht. 964, hä? Ich habe doch da drüben die Tür aus Holz gebaut. Warum? Geht das nicht mehr? Jetzt geht's. Hä? Okay. Da war irgendwas ein bisschen buggy festgestellt gerade. Ja, mehr Pflanzenfasern. Was anderes hilft ja dann nicht. Aber ich würde sagen, ob wir mehr Pflanzenfasern kriegen, das seht ihr in der nächsten Folge von Enshrouded. Bleibt dran.